Aus der Hobbyserie stammt dieser Wagen von Pico. Das bedeutet vereinfachte Ausführung, niedriger Preis. Das bedeutet aber nicht Abstriche an der Spieltauglichkeit. Auf diesen Wagen bezogen heißt das, die Schiebetüren an den Seiten sind nur angedeutet, die Außenwände sind glatt und weisen keinerlei Gravur auf. Es heißt aber auch, die Fertigung ist tadellos und die Bedruckung ist lupenrein. Darüber hinaus ist der Unterboden umfänglich detailliert und besonders hervorzuheben, die Aufnahmen der Achsen sind drehbar. Das ist bei zweiachsigen Wagen mit diesem langen Radstand beim Einsatz auf der Anlage besonders wichtig. Sind die Aufnahmen starr, neigen die Wagen in Gleisbögen zum Entgleisen. Pico gibt als Einsatzzeitraum die Epoche 6 an, das ist die Zeit ab 2006.